ist. Oh! Wasser ist hier. Ne, jetzt wird die ganze schöne Höhle überflutet. Was ist egal, falls Monster drin sind, sterben sie irgendwann. Eieiei. Und die Kühe könnten darin gespült werden. Das könnte ein Kuhloch werden. Und da ist ein Creeper im Wasser. Okay, schnell weg hier. Jetzt haben wir erstmal genug Sand und Kohle und Eisen und Erz und ist der Geier was. Hauen wir erstmal ab hier. Gucken wir mal kurz, ist hier irgendwo einer, der ein Haus sucht? Nicht? Hupf. So. Und hupf. Na, das tue. Okay. So, der Ofen dürfte soweit schon fertig sein mit seiner Aufgabe. Ja, Kupfer ohne Ende. Okay, jetzt bauen wir mal ein bisschen Sand. Glas meine ich. Glas. Mal hier rein. Haben wir noch Eisenerz, Kohle, Feuerstein, Pflasterstein, Bronze. Ich werde das alles im Ofen, werde ich das alles verballern, also richtig schön, ja, schmelzen und schmuggeln. Und solange werde ich das Let's Play pausieren. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Unser Ofen hat uns schön viel Glas beschert. Ich habe hier ein bisschen weiter ausgebaut. Ich nehme jetzt ein bisschen den Müll hier weg. Und jetzt hängen da so die Decken da. Die Steinwand finde ich ganz schick eigentlich mit den Dingern. Nur vielleicht gibt es einen anderen Stein, der vielleicht besser aussieht. Vielleicht wisst ihr da was. Und hier kommt dann praktisch, habe ich erstmal zugemacht, aber von hier aus kommt eine Leiter hoch und dann kommt man auf die zweite Etage. So, jetzt wollen wir erstmal die Panoramafenster angehen. Aber jetzt glaube ich Nacht, ne? Oder ist Tag? Okay, ist Tag. So, Panoramafenster. Los geht's. Okay. So. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen ausheben, weil das soll ja auch schön aussehen. Und da die Aussicht nicht verderben, ist alle Dreck hier. Einer Dreck bei Sand. Ja. So, da muss Holz ausgekleidet werden. Holzbretter. Na? Oh, ist mir. Axt runtergefallen. So. Okay. Und da kommt jetzt das Glas rein. Huch. Scheiße. Wenn man Glas einmal falsch verbaut und kaputt macht, dann geht es für immer kaputt. Ist ja nur Glas. Mit einer anderen Textur im Pack sah das Glas ein bisschen besser aus. Jetzt haben die Glasfenster irgendwie alle so eine Metallstreben. Aber egal. War schon fast Nacht, wa? Gehen wir erstmal pennen. So. Obwohl doch, geht. Wenn überall da was drin ist, dann passt es schon. So. Ist das hier weg? Ach. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wie ich meinen Boden verkleiden soll, weil momentan noch Rasen ist,
was es da für eine schicken Steinchen gibt oder so. Vielleicht wisst ihr da was. Könnt ihr mir sagen? Aber ich glaube, bis ich das Let's Play hochgeladen habe, bin ich schon ein bisschen weiter. Aber man kann es ja im Nachhinein immer noch ändern, ne? So. Okay. Okay. Schaufel natürlich kaputt. Jetzt nehmen wir die hier, die Holzschaufel. Okay. Gut. Weiter. Okay. Gut. Ja, und wie ihr in jedem Let's Play in der Unterschrift seht, gibt es da auch eine Minecraft-Community, eine Social-Community. Stellt euch vor, also sowas wie Facebook nur für Minecraft. Könnt ihr euch anmelden und mitmachen, würde mich sehr freuen. Des Weiteren könnt ihr Minecraft Key auf cd-keys.at kaufen. Und ihr könnt mich abonnieren, wenn euch meine Let's Plays gefallen. Ihr könnt mir auch Kommentare und Ratschläge geben, wie ich was anders oder besser machen kann. Ihr könnt auch schreiben, dass ich total langweilig bin, wie der eine User. So. Okay. Und hier ist ein Berg. Der stört bei der Aussicht. So. Und habt ihr vielleicht irgendwelche Mods, Maps oder Skins selber gemacht, wo ihr denkt, die sind einzigartig, dann schickt sie mir, die dürfen nicht veröffentlicht sein, schickt sie mir zu per E-Mail an webmaster@cd-keys.at. Ich gucke mir die an und wenn sie gut sind, dann, weil wir nehmen qualitativ nur hochwertige Maps und Mods. Und wenn sie gut sind, dann verkaufen wir sie auf cd-keys.at und ihr kriegt dann das Geld und ich krieg meine Provision. Also fairer Tausch. Irgendwie passt das jetzt mit dem Pflasterstein nicht, aber egal. Das wird ja eh ausgeholzt. So. Holz, da ist Holz. Fein. So. Ist der nicht breiter als die anderen? Ne, sieht bloß aus. Okay, weiter. Ach, wieder ein Glasstück. Umsonst. Okay. Jo, dann können wir da vielleicht ein paar Mehl daran hängen, weil da ist der Berg, den müssen wir komplett abtragen. Also an sich denke ich, ist es schon schick. Und hier machen wir, denke ich, nur ein Fenster rein. Na, oh, ah, das soll ja natürlich nicht so. Aber halt ein großes. Können wir dann wieder so haben wir hier einen schönen Ausblick. Holz. Okay, Glas.
dann, wie das aussieht. Ja, ich denke, ist ganz in Ordnung. Wir gucken uns mal von außen an. Wie es denn aussieht. Kann ich wieder raus oder darf ich das nicht mehr? Doch, gut. Okay, also hier kommt ja die Terrasse hin, hatten wir ja gesagt, ne? Ein bisschen weiter weg betrachten. So. Ja. Naja, die oberste Etage muss noch gemacht werden. Aber es wird. Gucken wir uns mal. Ja, da kann man schlecht gucken, wenn man runterfällt. Ja, ich denke, ganz in Ordnung. Okay. Fein. Das müssen wir auch nochmal irgendwann bearbeiten hier. Ja, das müssen wir irgendwann bearbeiten. Gut. Huch. So. Keine anderen Leute hier? Keine, die irgendwie... Nee, sieht nicht so. Ist da ein Creeper? Nee. Okay. Gehen wir rein. So. Dann war es an dieser Stelle von mir. Ich werde es erstmal rendern und die zigtausend Videos erstmal hochladen. Das ist eine schöne Aussicht. Da kann ich gucken, was die Monster nachts treiben, die Schweinehunde. Und im nächsten Let's Play werden wir uns mal ein bisschen entweder mit dem Boden beschäftigen oder mit der zweiten Etage. Oder wir bauen einfach mal da unten im Tal, wo wir einen Ausblick drauf haben. Da so, wo das flache Land ist. Da hinten oder hier ein Haus hin oder ein paar Häuser hin. Und dann gucken wir mal, ob da Leute einziehen. Weil ich habe gelesen, dass wenn ein Dorf von die Creeper und die Villager, die bekämpfen sich ja gegenseitig. Und wenn ein Dorf kaputt ist oder so, dann rennen die halt rum und suchen halt, wo sie nachts und den Regen reingehen können in welchen Häuser. Wenn sich hier welche ansammeln, dann können sie Kinder zeugen und dann kann ja eine richtig große Dorfgemeinschaft entstehen. Und ich kann auch Kinder kriegen. Also meine Frau dann praktisch im Spiel hier. Mit der Mod dann. Gut, dann bis dann, euer Gamewool. Ciao, ciao. Hallöchen, Leutis. Und wie ihr seht, habe ich mir ein neues Add-on runtergeladen. Mein Millionär oder so heißt das. Und da gründen die NPCs besser ihre Städte. Die bauen sie aus und da gibt es sogar Bewacher für die Städte ab einer bestimmten Stufe, wenn eine Stadt eine bestimmte Stufe erreicht hat. Und ich habe den Sonic Unbelievable Shader installiert. Wie mir. Ja, ich würde gerne seinen Namen erwähnen. Mache ich im nächsten Video. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Und ich bin ein bisschen rumgegangen und habe ohne euch, ja, ich habe ohne euch ein bisschen was gemacht und habe hier den Nier-Ohr. Was ist das? Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Haufen Dinger. Kunden, guckt mal. Hier Eisenbahn ohne Ende, den Nier-Ohr, was auch immer das sein soll. Gebäude? Wie was Gebäude? Ich habe Gebäude im Inventar. Vielleicht wegen einer neuen Mod, um eine Stadt zu machen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Dann habe ich hier im Ofen. Noch ein paar Eisenbahnen. Haben wir komplett Eisenrüstung an? Eisen, Eisen, Eisen. Lederstiefel. Eisenstiefel könnten wir noch. Wir könnten so auch ein Eisenschwert. Meine Waffen sind weg. Jo, meine Waffen sind weg. Dann bauen wir uns erstmal Waffen. Ich habe eine Waffenmod gehabt, da hatte ich ein Rapier, eine Großaxt und sowas alles und. Ja, irgendwie. Dolche gehen auch nicht mehr. Eine Schere. Wozu auch die immer gut sein soll. Hallo, ich würde gerne ein Schwert haben. So, so, so und so. Nicht? So. Vielleicht so. Bestimmt so. Auch nicht. Da brauche ich zwangsläufig Holzstäbchen. Vielleicht so. So.
So, ja, hier. Hier haben wir ein Eisenschwert. Machen wir uns gleich ein paar mehr von. Falls wir, weil wir wollen jetzt in den Dungeon gehen. Eine Eisenschaufel machen wir uns jetzt noch. Ne, eine Eisenpicke. So, eine Eisenspitzhacke. Hier ist unser Schwert. Gut. Das ist unser Eisenschwert. Das ist, wisst der Geier was? So. Steinspitzhacke und eine Schaufel. Okay. Gucken wir mal, ob der Rucksack so weit leer ist. Vielleicht war der auch noch was unterbringen können. Weil ich habe eine Höhle gefunden, eine Dungeon. Die habe ich, ja, da können wir auch ein bisschen ausräumen. Die habe ich gefunden letzte Mal und ich habe die so ein bisschen erforscht und die ist so groß, die Höhle. Ist unglaublich. Da habe ich gedacht, geht mit euch zusammen durch. Aber erstmal will ich hier das aus dem Rucksack hier rauskriegen. So. Weil der Rucksack soll frei sein für die ganzen Mineralien, die wir da finden. Ich habe da sogar Diamant drin gefunden, das ist unglaublich. So. Ja. So. Dies noch. Ach, das Dreck können wir eigentlich wegwerfen. So. Wo ein paar Pflasterstellen nehmen wir uns mit, falls wir ein paar Dorfbewohner sehen, damit wir da ein paar Gebäude daraus bauen können. Das ist unser Schwert. So, und dann haben wir hier so ein bisschen ausgebaut. Und oben eine Etage haben wir jetzt auch. Dann klettern wir mal kurz hoch. Die ist noch nicht ganz fertig, ist noch im Ausbau. Ist jetzt, ich weiß nicht, was ich hier mache. Vielleicht ein paar Möbel, Bücherregale oder sowas. Und dann wird sich zeigen, was wir da noch so Schönes draus bauen. So, jetzt gehen wir aber erstmal runter. So. Na, runter. Okay. Öffnen. Zu. So, jetzt zeige ich euch, aber jetzt zeige ich euch die Dungeon. Irgendwie ruckelt Minecraft leicht, kann das sein? Es ist ganz, ganz leicht nur ruckelt. Hier haben wir ein Haus gebaut für Flüchtlinge, falls ihr mal einer Lust drauf hat, hier hinzuziehen. Aber wie ihr seht, haben wir Häuser im Inventar. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die funktionieren soll, aber wir testen es mal. Gebäude, okay. Ich möchte jetzt hier eine Stadt haben. Nanu? Ist doch kein Gebäude, das ist doch eine Truhe. Oder muss die in ein Gebäude rein? Das kann natürlich sein. Was sind das hier für Dinger? Tja. Leute. Halbe Holzdinger. Die gehen doch gar nicht kaputt. Tja. Vielleicht müssen wir die Dinger in Gebäuden dran platzieren. Den Crafter hier weg. Und die Gebäudedinger dann hier rein. Die NPCs wissen, okay, ist ein Haus, ist leer, das kann ich benutzen.
So, jetzt lass uns mal zu Dungeon gehen. Ja, ich hab markiert schon. Haben wir einen Kohle und Stäbchen? Ja, Fackeln haben wir. Gut. Und dann ein bisschen was essen vielleicht. So. Und ab geht's wieder rein da. Das ruckelt wirklich. Ich weiß nicht, warum das ruckelt. Das hat letztes Mal nicht geruckelt. Echt, das ist scheiße. Sichtweite machen wir mal auf normal. Dann. Nee, 3D will ich gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Aus. So. Oh nee, es hat ja mein Texturenpack kaputt gemacht, oder? Nee, gut. Ruckelt immer noch. Das ist unser Zuckerrohr. Seht ihr, wie das ruckelt? Das sieht man nicht. Das könnte vielleicht an den Sonic Unbelievable Mod-Dings liegen. An diesen ollen Shader. Bestimmt liegt es an dem scheiß Shader. Ja, Leute, so ist das. So. Ah, geht das schon besser. Denke ich. Ich habe hier so einen Pflasterweg gemacht, damit wir wissen, wo wir lang gehen müssen. Weil es eine ziemlich tiefe Dungeon ist. Und ich weiß, wo der Eingang ist. Da ist schon der erste Zombie. Ja, da geht's doch nicht. Das ruckelt mich so, Leute. Ich werde mal gucken, woran das liegt, Leute. Bis gleich.